ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zur Challenge Winterfit. Schön, dass du dabei bist. Heute kümmern wir uns um das Thema Sturzprophylaxe. Das gilt natürlich für jede Sportart, gerade im Winter. Wir müssen uns abfangen können, und zwar reaktionsschnell. Das heißt, die Muskeln müssen unwillkürlich uns stabilisieren, bevor wir stürzen. Und gleichzeitig trainieren wir auch die wichtige Körpermitte, die aktiv wird vor jeder Bewegung. Egal, was wir tun, wir sollten hier immer stabil sein. Also mach so mit, wie es für dich passt. Du darfst heute etwas wackeln natürlich. Und wir starten dann nach einem kleinen Aufwärmtraining natürlich, denn es ist Winter, mit einer Rhythmusschulung. Denn wir haben Gehirnareale, die besonders gut stimuliert werden können, wenn wir im Rhythmus eine Bewegung machen. Und dazu werden wir auch noch unsere Augen dazu nehmen, denn die sind ganz wichtig verantwortlich auch für unseren Gleichgewichtssinn. Also ich werde dir nachher noch weiteres erzählen. Jetzt starten wir erstmal mit einem kleinen Aufwärmtraining und dann geht's richtig los. Richte dich auf, Brustbein heben, Spannung im Bauch, atme ein durch die Nase, atme aus durch den Mund, nochmal ein und dann streck dich zuerst und räkel dich. Vielleicht ist dir kalt, dann mach die Bewegung Rücken noch ein bisschen größer, Handflächen, Handrücken in Richtung Decke und deine Füße richtig abrollen. Dann lockere deine Arme aus, geh weiter und roll deine Füße jetzt von der Fußspitze bis auf die Ferse ganz bewusst ab. Denk vielleicht schon jetzt an deine Körpermitte, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, Arme gehen locker mit. Und dann geh am Platz, zieh die Knie so richtig schön nach oben. Und im Wechsel jetzt die Knie hochziehen, rechts und links. Und mal gleich den gegenüberliegenden Ellbogen in Richtung Knie bewegen. So aktivieren wir schon beide Gehirnhälften, wenn wir überkreuzt rechte und linke Seite zusammenarbeiten lassen. Dann nimmst du die Hand Richtung Oberschenkel, drehst dich immer noch mit. Weiter auseinander. Und nimm dann die Hand zur gegenüberliegenden Ferse nach hinten. Immer noch groß die Bewegung. Ohne Arme locker lassen, außen tippen und jetzt schwingen die Arme noch ein bisschen höher. Schwünge machen warm, oder? Kleiner werden, auslockern. Ich mache uns jetzt einen Takt an und du versuchst gleich mal diesen Takt aufzunehmen und in diesem Takt zu gehen. Also, geh weiter. Kannst losgehen. Genau. Das ist unser Takt. Nimm die Arme neben dem Körper mit.
diese Gehirnareale, die wir da jetzt aktivieren, sind zum Erlernen neuer Bewegungsmuster ganz wichtig. Also rückstimulieren, indem wir uns ab und zu auch mal nach einem Takt bewegen. Und jetzt versuche, irgendeinen Punkt vorne zu fixieren, vielleicht sogar mich, und gleichzeitig je noch weiter intakt beibehalten, mich fixieren, immer fixieren, und jetzt gehst du immer vorwärts an deiner Matte entlang, drehst um, ohne dass du mich verlierst. Du kannst auch so ein bisschen schneller werden und versuche immer wieder den Blick auf mir zu halten. Gar nicht so einfach, oder? Nicht wegschauen. Immer peripheres Sehen, abschätzen, wann die Matte zu Ende ist. Unsere Augen sind auch ein wichtiges Gleichgewichtsorgan. Und wenn wir den Kopf drehen, wird auch unser Gleichgewichtssinn im Innenohr aktiviert. Sehr gut. Und das Ganze können wir jetzt mal versuchen zu erschweren, indem wir rückwärts gehen. Auch hier wieder bis zum Mattenende. Aber Vorsicht, nicht stolpern. Nur wenn es geht. Immer noch den Takt beibehalten. Rückwärts geht man nicht so oft, oder? Eine wunderbare Übung. Ein Versuch, immer zu mir zu schauen. Nicht die Matte zu beobachten, wo die zu Ende ist. Versuch das zu sehen, ohne dass du nach unten deine Augen richtest. Okay, sehr gut. Endlich wieder zur Mitte, geh wieder zur Mitte. Geh weiter, 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 weiter. Okay, und locker dich aus. Sehr gut. Einmal ausschütteln. Und dann starten wir gleich mit unserer ersten Übung. Und dazu kommst du auf ein Bein, ziehst das andere Knie nach oben. Aufrichten. Du kannst auch unten tippen, wenn du möchtest. Versuch, ruhig in der Balance zu bleiben. Und jetzt entweder tippen oder in der Balance deine gegenüberliegende Hand nach unten Richtung Boden bewegen. Nochmal hoch, entweder tippen oder Knie hoch und tief nach unten. Punkt fixieren, Punkt fixieren. Gleichgewicht zum Innenohr, die Augen auch wieder. Die Lageveränderung unseres Kopfes. Nochmal, komm wieder zur Mitte zurück und löse. Sehr gut. Standbein hat auch gearbeitet, oder? Also auch wieder unser Blick weiter weg einen Punkt suchen und nah am Boden. Dieser Nähe und oder Unterschied von Nähe und Weite ist auch sehr gut für unsere Augen. Da trainieren wir auch unsere Augen. Nochmal aufrichten, tief gehen. Entweder tippen oder in der Luft halten und wieder hoch. Gleich nochmal. Noch zweimal.
Und zur Mitte kommen. Füße hüftbreit aufstellen. Richtig auslockern. Sehr gut. Unser Gesäß richtet den ganzen Oberkörper auf. Trainieren wir gleich nochmal. Und zwar gibt es jetzt Landungen. Das heißt, wir trainieren die Beinmuskeln, indem wir tief gehen in die Kniebeuge, parallele Oberschenkel. Und jetzt geh erstmal runter mit mir. Tief, dann kommst du hoch und versuchst jetzt zu landen. Das heißt, du springst ab und bremst die Bewegung ab. Meistens machen wir verkürzende Kräftigung. Und jetzt wollen wir bremsende Kräftigung machen. Also abspringen und nach unten abbremsen. Probier es. Abspringen und nach unten abbremsen. Kann sein, dass das Muskelkater gibt. Sprung und hoch. Landen und hoch. Gut. Wichtig, wenn wir irgendwo stolpern, dass wir uns auch abfangen können. Geht noch nur ein bisschen. Letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal bremsen. Und hochkommen, Beine auslockern, schütteln, Hüftbreite, Füße. Na, nimm mal ganz eng. Also wenn du möchtest, kannst du hüftbreit bleiben, aber trau dich ruhig, Füße ganz zu schließen. Wird schon so ein bisschen instabiler. Puls oben, oder? Gut. Kreuz die Hände vor deinem Körper. Knie etwas beugen und jetzt rüttel zuerst mal hier oben. Aufrichten, Krone auf dem Kopf, rütteln und schütteln, Bauch und Rücken aktivieren. So, Stabilität halten, rechtes Bein heben und versuche jetzt deinen Oberkörper und dein Bein zur Seite zu bewegen und wieder in der Mitte einpendeln. Vielleicht sogar Knie anheben. Nochmal. Zur Seite und kraftvoll nach oben. Spür die Bauchmuskeln. Nochmal. Es wackelt. Einmal noch und kurz absetzen, auflösen, lockern. Standbein natürlich auch. Sehr gut. Jetzt noch mal ganz eng, wenn du kannst. Knie beugen, Hände vorne kreuzen, kleine Rüttelbewegung ausführen mit deinem Rumpf, Becken möglichst stabil. Stabilität halten, linkes Bein heben, rechts bleibt gebeugt, kommt zur Seite. Komm wieder zur Mitte und Knie hoch, nochmal.
Das ist eine Seite, die einfacher ist für dich. Atmen. Einmal noch und absetzen. Fuß, Füße schließen, auflösen. Kurz entspannen. Sehr, sehr gut. Locker deine Beine aus. Die haben bestimmt mitgearbeitet. Jetzt müsstest du eigentlich schon ein ganz gutes, stabiles Gefühl haben. Merkst du das? So richtig gut stabilisiert. Locker dich wirklich aus. Stell dich noch einmal auf das andere Bein jetzt, wo auch immer du gerade warst. Und versuch, so weit wie möglich nach vorne zu tippen. Achte darauf, dass das vordere Knie nicht nach innen kippt. Lass es wirklich parallel zum Fuß, Bauch spüren. Und tippe nochmal so weit, wie es geht, nach hinten. Nochmal vorne, tippen und hintertippen. Und wechseln, andere Seite gleich ganz weit nach vorne, wieder kontrollieren und zurück. Nochmal. Es wackelt einmal noch und zurückkommen, auslockern, schüttel die Beine, während du ganz an den Rand deiner Matte kommst. Dann jetzt tust du so, als wolltest du dich hinsetzen. Jetzt kannst du entweder nacheinander deine Hände nach vorne setzen oder gleich wie ich gleichzeitig. Knie beugen, Rücken gerade. Schieb vor, komm wieder zurück. Der Trick ist, nicht ganz so weit nach vorne zu kommen mit den Händen. Also so, dass du dich auch gut wieder zurückfedern kannst. Nochmal, Bauch fest und zurück. Geht und abfangen, Körpermitte spüren. Gleich nochmal. Nochmal und letztes Mal vorne bleiben, Stopp. Knie absetzen und einen Moment entspannen. Ruhig die Handgelenke so ein bisschen auslockern. Die brauchen wir gleich nochmal, die sind ganz wichtig. Die Stützkraft, die benötigen wir, falls wir fallen. Thema Sturzprophylaxe. Deshalb werden wir die gleich noch mal so ein bisschen bearbeiten. Und zwar gehst du jetzt vor, hast die Hände in möglichst vielen Varianten, ich komme ein bisschen zu dir, variantenreichen Stellungen. Also mal breit, tief, feder dich hoch und wechsel immer wieder die Position deiner Hände. Außen, voreinander, leise nach unten abfedern. Brustmuskeln trainieren. Aber vielmehr eben die Stützkraft deiner Hände. Finger spreizen. Variantenreich. Kannst du mal weiter nach rechts gehen, mal weiter nach links. Letztes Mal zur Mitte kommen,
Auslockern, schütteln und auf die Seite dich drehen. Und zwar versuchst du dich jetzt mal ganz lang zu machen. Beine strecken, Oberkörper strecken, eine Linie. Hast du? So, und jetzt stützt du dich auf, spannst den Bauch an, hebst den Oberkörper und hebst deine Beine. Versuche senkrecht hier mit deinen Beinen zu stehen. Stütz dich rück vorne auf, Bauch fest und jetzt hebst du nur das obere Bein und wieder tief. Versuch dich zu halten. Unteres Bein ist in der Luft. Und wenn du dich traust, nimmst du die Hand, streckst sie aus, hältst, ist wackelig. Einmal noch und absetzen. Beim nächsten Mal drehen wir dann die Handflächen noch zur Decke hier. Aber jetzt erstmal geschafft. Drück dich hoch und schau, dass deine Füße wie ein Z voreinander liegen. Rück so ein bisschen die Hüfte befreien, indem du versuchst, beide Sitzbeinhöcker auf den Boden zu bekommen. Und dann dreh dich einmal zur Seite, soweit es geht. Komm wieder zurück. Nochmal drehen, zurück. Einmal noch hier bleiben. Jetzt darfst du versuchen, dich mal auf die Seite nach unten mit den Ellbogen abzulegen. Vielleicht noch weiter nach unten kommen. Und langsam wieder hochdrücken. Zur anderen Seite. Vielleicht hast du schon geübt. Wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Jetzt bleibst du gleich da und kommst auf die andere Seite. Wir fangen erstmal mit dem lang gestreckten, mit der Übung an. Handballen nach unten, stütz dich rück auf. Bauch fest, Bein, Oberkörper heben und das Bein oben hoch und tief. Wenn du dich traust, nimmst du den Arm dazu. Wackelt. Einmal noch und super. Absetzen. Füße voreinander. Und zuerst ein bisschen deine Hüftgelenke hier aufmachen, indem du dich bewegst. Und dann nochmal drehen und zur Seite. Drehen in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Vielleicht ist es auch auf eine Seite angenehmer als auf die andere. Noch einmal und dann bleibst du, gehst auf der Seite tief, entweder in Richtung Ellbogen, vielleicht auch noch länger, nach unten.
Dich lang strecken, Dehnung spüren, Rücken, Po. Langsam hochdrücken und dich hinsetzen. Einmal zum Sitzen kommen. Auslockern. Deine Hände aufstützen. Geht's noch? Jetzt lass deine Hände entweder nach außen oder so ein bisschen nach hinten zeigen, wie es für dich am angenehmsten ist. Heb dein Brustbein, zieh dich raus aus deinen Schultern und versuche, dein Becken anzuheben. Also mal hochzukommen. Raus aus den Schultern ziehen und dann gehst du tief und versuchst, einmal hier unten durchzufädeln. Das muss nicht funktionieren, geh so tief, wie es für dich passt. Also hochdrücken und unten durch. Das kommt auf die Länge der Arme. Geht auch bis hier. Beweglichkeit, Schultergelenke. Einmal noch. Und absetzen, super. Hier bleiben, lockern. Entspannt über deine Oberschenkel drüber hängen. Sehr, sehr gut. Jetzt bleibst du gleich hier, richtest dich auf. Kannst ein Bein vorne lassen. Das andere Bein kommt schon ein bisschen zurück. Drück dich rück nach oben, so dass du dein vorderes Knie über der Ferse hast. Hände nach innen. Das andere Bein streckst du so richtig weit nach hinten aus. Und dann nimm deinen vorderen Fuß ein bisschen nach innen, komm auf die Außenkante und drück mit der Hand dein Knie weg. Dreh dich mit. Hüftgelenke aufmachen. Ganz wichtig auch die Beweglichkeit als Sturzprophylaxe. Aber je stabiler wir sind, umso beweglicher sind wir auch. Also je geschützter unsere Wirbelsäule ist, unser Rückenmark, umso größere Bewegungen trauen wir uns zu und umso beweglicher werden wir. Komm zurück, wechsel. Anderes Bein nach vorne, Ferse unterhalb vom Knie, mal lang nach vorne ziehen, dann den Fuß leicht nach innen auf die Außenkante und nach außen drücken. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte, Bein nach hinten, Fußspitzen aufstellen, Steißbein Richtung Decke ziehen und du schiebst dich mit deinem Po nach oben, trittst rechts und links, so richtig deine Fersen Richtung Boden, Oberkörper bewegst du mit. Und dann gehe Schritt für Schritt vor zu deinen Händen. Beug die Knie, aufstützen auf die Oberschenkel, langsam nach oben aufrollen, zum Stehen kommen. Sehr fleißig lockern, einatmen, Länge, Test, rechtes Bein heben, sehr stabil, kreuzen
und gleich mit der linken Hand dein Handgelenk rüberziehen. Die ganze Seite aufdehnen. Zur Mitte, Bein heben, Test. Sehr gut, Fuß fassen, Knie zusammen. Drück den Fuß in die Hand, spür nochmal Hüftbeuge. Morgen geht es um die Körpermitte. Also da haben wir ganz viel nochmal für die Körpermitte. Lösen, einatmen, Test. Gut. Kreuzen. Auflösen, fassen. Knie zusammen, Fuß in die Hand drücken. Wenn es dir gefallen hat und wenn du mehr Stabilität spürst, ich freue mich über einen Kommentar von dir unten und über ein Gefällt mir natürlich. Und natürlich freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Wenn du möchtest, mit monatlich vielleicht 5 Euro, also was es dir wert ist. Der Link ist auch gleich unter dem Video, heißt deine Unterstützung. Vielen Dank, auf jeden Fall. Löse auf, lass locker. Schultern lösen, Hände hinten fassen, Brustbein heben. Also ich hoffe, du bist jetzt reaktionsschnell, hast neue Bewegungsmuster gelernt, auch durch unsere Arbeit mit Rhythmus, im Takt, Augen. Lass locker, atme ein, atme aus, atme ein. Atme aus und noch einmal tief ein, lang strecken, räkeln, Füße hüftschmal aufstellen. Und was auch immer schön ist, löse mal die Arme, ist den Augen auch mal Entspannung zu gönnen. Und das kannst du zwischendurch mal ganz gut machen, wenn du deine Hände, vielleicht magst du sie auch noch mal reiben, dass sie warm sind, und dann auf deine geschlossenen Augen legst. Mach mal ruhig, schließ die Augen, leg deine Hände drauf und warte einfach, bis es ganz dunkel ist. Also, dass du möglichst kein Licht mehr siehst. Das entspannt übrigens auch den Nacken. Atme aus, nimm die Hände weg. Öffne deine Augen. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, gern Gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Ansonsten findest du die ganze Challenge da oben bei dem Infopunkt. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists, also Winterfit. Einfach mal reinschauen, da sind alle Videos online und kommt jeden Tag ein neues dazu und die bleiben da. Also du kannst auch jederzeit nochmal wiederholen oder jemanden weiterschicken, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Oder wir sehen uns ganz einfach bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ist das ja schon morgen. Bis dann, ich freue mich.